Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect Andromeda. Ich bin's, der Black, und ich bin wieder auf Kedera. Und ich muss erstmal herausfinden, was mit einem, ja, einem, der entweder gegangen ist oder entführt wurde, passiert ist. Nun schauen wir mal. Eine solche habe ich auch noch einzudämmen, also, ja, man hat immer zu tun. Hier ist Kian Dagger. Okay, Kian, sag mal was. Willkommen zurück. Wollen Sie was trinken? Klar, ich nehme dasselbe wie beim letzten Mal. Ein Kedera Sunrise. Kommt sofort. Schlürf. Okay. Das war aber, glaube ich, nicht das, was ich mich haben wollte. Oder wir können ja nochmal gucken. Willkommen zurück. Wollen Sie was trinken? Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, wir könnten ein wenig plaudern. Ah, der weniger lukrative Teil meines Jobs. Sind Sie froh, dass Sloan weg ist? Alle Drinks gingen aufs Haus. Natürlich nur für einen Abend. Trotzdem glaube ich nicht, dass ab jetzt alles eitel Sonnenschein sein wird. Aber der Scharlatan hat einen besseren Führungsstil als Sloan. Er ist lockerer. Dann will ich Sie mal nicht länger von der Arbeit abhalten. Danke. Die Drinks gießen sich ja leider nicht selbst ein. Okay, ich dachte, ich könnte hier nachfragen, wer wo ist und so und überhaupt, aber hat nicht ganz so funktioniert. Oh, ein bisschen tanzen könnte ich hier auch, aber habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht vor. Stattdessen gehen wir mal hier hinter und finden den Datenpad. Okay. Dirk, basierend auf den letzten Daten würde ich vorschlagen, in Barry zu investieren. Achso, das war ja das. Das können wir auch schon. Ne, können wir nicht. Ach, das ist oben. Hoch müssen wir. Okay. Tipptapp, tipptapp. Aha. So, hier rein. Oh, hi. Bye. Ich muss gehen. So. Hier oben war das offensichtlich nicht. Andererseits, das muss ja hier oben sein. Dahin, dahin. Oder ist das draußen? Das kann natürlich auch draußen sein, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich gehe mal kurz raus. Und guck mal, ob ich dann hier hochkomme. Lalalala. Wir werden das schon finden, Leute. So, okay. Oh, Iridium, meins. Oha. Ein toter Mensch, Status verstorben. DNA bestätigt als Zanief Clement, Zivilist von der Nexus. Okay. Die Exilantin Delaney Ruth hat mich gegen meinen Willen von der Nexus verschleppt. Als ich nicht kooperieren wollte, hat sie und ihre Freunde mich verprügelt und hier meinem Schicksal überlassen. Ich habe keine Möglichkeit, irgendjemanden zu kontaktieren. Ich hoffe, meine Freunde auf der Nexus überleben diese verdammten Exilanten. Okay, dann wissen wir Bescheid. Pathfinder, das war der Mann, den die Initiative zum Verräter gestempelt hat. Sein Freund sucht nach Beweisen, dass er gegen seinen Willen verschleppt wurde. Leite das an Direktor Ten weiter. Das Mindeste, was wir tun können, ist seinen Ruf wiederherzustellen. Da habe ich kein Problem mit. Ich sollte nicht ständig so weit weglaufen. Dann passiert immer ständig hier, dass die Kommunikation abbricht. Finde ich voll nervig. Man müsste eigentlich sollte weiterlaufen. Bei manchen Sachen funktioniert es ja auch. So, holen wir uns erstmal den Nomad. Denn irgendwo muss ja noch eine Seuche einzudämmen sein. Ich weiß noch nicht wo. Also einmal hier und einmal hier hinten. Das Shuttle von Kedera finden. Das heißt, wir reisen einmal hier hin. Was ist das hier noch? Was auch immer. Wir reisen erstmal einmal hier hin, genau. Dann gehen wir erstmal die Seuche. Die Seuche ist wichtiger. Bloß keine, verseuchten Leute und so und überhaupt. Ja, ja. Hier waren die. Die angaranischen Satelliten gestohlen. Genau, und die waren das. Schiff zerstört haben. Wie stehen die Chancen, dass sie sich kampflos ergeben werden? Bei unter 1%. Ist ja auch nicht nötig, die sind schon längst tot. Warum du das immer wieder erzählst, das nervt auf die Jahre. Okay. Das ist sowieso der verkehrte Weg. Wir müssen da lang. Ist das hier überhaupt der richtige Weg? Ja, so in etwa. Kommt schon in etwa hin vom Weg her. Los geht's, ich geb Gas! So. Ein bisschen zumindest.
Okay. Ach so, ich sollte vielleicht mal auf die Karte gucken. Ich bin voll dran vorbeigesaust. Ja, das war ja wieder mal so klar. 180 Grad Wende, 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 Wende. Der Military Look gefällt mir ganz gut. Also die Farbe meine ich jetzt, die ich jetzt habe. Könnte zwar noch besser sein, aber könnte auch schlechter sein. So, hier müssen wir hoch. Aua. Flum, flum. Einmal überfahren. Und dann mit Vollgas den Berg rauf. Ja, kann man nehmen, die Farbe des Nomad. Für Gedera auch ganz okay. Wahrscheinlich klauen die den deswegen auch nicht mehr, weil er jetzt grün angestrichen ist. Das würde ich natürlich, ja. Gute Arbeit. Bitteschön, was auch immer wir getan haben. Bitteschön. Aha. Bom. Aua. Ja, gute Arbeit beim Fahren. Ach Mensch, Sarah. Mittlerweile solltest du es doch raus haben. Wobei man sagen muss, natürlich, er lässt sich auf jeden Fall deutlich besser steuern als der Mako, aber es ist nicht ganz so flummiballig wie der Mako von Mass Effect 1, aber ja. Könnte man noch etwas besser machen als Handling. Aber cool ist natürlich, dass man den auf jeden Fall definitiv braucht, nicht wie bei wo war das hier? Dragon Age Inquisition wurde zwar... Also, Cora, ich weiß, okay? Ich hätte Sarissa nicht vertrauen sollen. Ich hätte mich daran erinnern müssen, dass sie genauso fehlbar ist wie ich. Hab ich aber nicht. Zufrieden? Ich wäre zufriedener, wenn sie erstmal irgendwas erschießen. Ich auch. Ja, kann ich verstehen. Okay, ja, wie gesagt, Cora ist ein bisschen stinkig, aber... Ja, es kommt halt vor. Jeder irrt sich mal. So, hier entlang, da entlang, dort hinein, hoffe ich mal, und dann los. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Wir werden sehen, irgendwann kommen wir schon an. So. Wir befinden uns in der Nähe der Position des Shuttles, das Ruth Becker gestohlen hat. Das ist ja toll, da freue ich mich aber. In Ordnung. Seien Sie vorsichtig und halten Sie Abstand von Ruth, wenn wir sie finden. Ich erledige das. Sam kann für meine Sicherheit sorgen, aber Sie sind alle in Gefahr. Genau. So, der Nomad scheint... Nee, der rutscht nicht weiter. Also bleibt mal weg. Das war keine weiche Landung. Ich habe schon Schlimmeres überlebt. So, Absturzstelle durchsuchen. Die Scans zeigen keine Anzeichen von Leben im Shuttle an. Okay, der Flugschreiber. Hier spricht Ruth Becker. Das Shuttle ist abgestürzt. Ich glaube, ich habe das dritte Stadium von TH314 erreicht. Das Virus war inaktiv. Ich verstehe das nicht. Ich kann niemanden in meine Nähe lassen. Ich werde die Warnbarken aufstellen und die Explosion des Shuttles vorbereiten. Ich habe Angst. Ich bin allein, aber ich kann das Risiko nicht eingehen. Es tut mir so leid. Wer ist da? Nein! Nein, warten Sie! Bleiben Sie weg von mir! Sie können nicht... Oh Mann. Scheiße! Irgendjemand hat sie gefunden und vielleicht von hier weggebracht. Dann breitet sich die Krankheit möglicherweise aus. Da hoffen wir nicht. Fußabdrücke. Hier drüben. Okay, das sah aus wie... waren das angaranische Fußabdrücke oder... Ne, Cat kann es ja nicht... Oh, bei Felden war eins ein. Ich sollte nicht... PB? Cora? Was ist das? Was macht ihr hier? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ja, genau. Kommt mal wieder auf den Boden zurück hier. Meine Fresse, das sind wieder mal Überflieger heute. Hilfergedeckt. So, okay. So, an Bord. Und weiter geht's. So, nächsten Fußspuren wahrscheinlich. Hep, 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 hep. Achso, sollte mal den Scanner aktivieren, sonst macht das keinen Sinn. Hier entlang. So, das Gebäude da hinten erkunden. Ich hoffe, da lebt noch jemand. Und wenn nicht, hoffe ich, dass... Angesichts des Gebiets und des Senders nehme ich an, Sie sind uns nicht freundlich gesonnen. So, Roker, Roker und Explosion. Okay.
Roker habe also versucht, die, ja, am Ende kriegen die die, ja, die Dings auch noch, die Seuche. Mann, ihr Trottel! Von wo schießt denn der? Ah, da. Dankeschön. So, komm, scheuch den mal auf. So, ja, genau. Und nochmal, und nochmal. So, einer noch. Zwei noch, okay. Die werden... Hier sieht niemand krank aus. Vielleicht sind die Roker ja, ja, nicht kompatibel oder so. Obwohl, der ist tot. Hab. Okay, den hat's direkt erledigt. Wäre auf jeden Fall gut zu wissen, wenn man weiß, die Roker sind mehr oder minder, ja. Okay. Die Roker sind nicht angesteckt. Sie dürfen sich nicht einmischen. Wo aufhalten? Oh nein. Gleich noch die nächsten. Was auch immer die Typen hier vorhaben, wir machen sie platt. So, die Tür entriegeln, das können wir direkt machen. Muss ich nochmal kurz hoch. Ja, das kriegen wir hin. So. Eine neue Waffenmodifikation haben wir auch bekommen. Ja, es geht voran. Es geht voran. Achso. Verschlossen. Ja, deswegen blinkt das auch die ganze Zeit. Unten ist die... Verschlossen. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Habt ihr ja kapiert. Aha. Was denn du? Wie soll ich da hinkommen? Na, ihr seid lustig. Na, wartet mal. Okay. Also da ist offensichtlich dieses... Teil. Dann ist da hier. Okay. Aha. So, nochmal. So, also hier geht dann irgendwann der hier. Ja, wie soll ich das nicht, wie soll ich da rankommen? Seid ihr blöd? Also ich habe keine Ahnung, wie ich die Tür jetzt aufkriegen soll. Ich weiß nicht, ob die vielleicht buggy ist. Das kann natürlich auch sein. Das wäre schade, dass das so wäre, weil ich würde doch schön ganz gern diese Mission, die solche hier. Aha. Die solche hier abschließen. Mann, 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 Mann. Irgendwo muss das doch gehen. Achso, da hinten ist noch ein Eingang. Ich bin doof. Okay, ich nehme alles zurück. Ich bin ein Trottel. Mehr ist es nicht. Ja, hier. Guck mal da. Dann scannen wir erstmal die Konsole hier. So, okay. Nehmen uns das blöde Datenpad hier. Es ist alles bereit. Wir müssen nur eine weitere Version aus der Milchstraße gefangen nehmen und sie an unserer Waffe aussetzen. Bevor wir die Waffe wieder in Stase versetzen, wir halten die Person einfach lange genug im Nebenraum fest, bis die Ansteckung bestätigt ist. Dann lassen wir sie entkommen. Sie werden zu ihren Leuten zurückkehren und Krankheit ausbreiten. Die Waffe muss stets gefesselt bleiben. Oh Mann. Sie versucht verlaufend sich das Leben zu nehmen, um unsere Pläne zu vereiseln. Eiteln, die Rache ist unser. Das heißt, das ist ja... Oh Mann, die Roker, das sind... Was sind denn das für Assis? Eine Krankheit als Waffe zu verwenden und eine Frau, die da sich damit angesteckt hat. Wenn wir es rechtzeitig zu Ruth schaffen, können wir vielleicht eine Kapsel benutzen, um sie zurückzubringen. Schauen wir mal, ja. Die Menschenfrau ist sehr krank. Irgendein Virus, nach dem, was ich aus ihr herausbekommen habe, scheint die Erkrankung viele Phasen zu haben. Aber das Beste ist, sie kann jede Spezies aus der Milchstraße befallen. Wir Angara sind jedoch immun. Wir halten sie in der Stase, wenn wir keine Probleme für weitere, wenn wir keine Proben für weiteres Tests entnehmen. Die Angara sind immun. Das erleichtert die Sache. Ja, schon. Ein bisschen. So, den Roker-Anführer konfrontieren. Ja, zumindest müssen wir Jarl jetzt nicht erklären, wie wir eine Seuche auf seine Leute losgelassen haben. Ja, das hat schon mal was. Tipptapp, tipptapp, tipptapp. So, wieder hoch. Und dann gehen wir mal rein hier und hoffen das Beste. Zurück, oder ich töte es.
Nein, nein, nein. Ich habe TH314 und bin ansteckend. Bleiben Sie weg von mir. Ruhe. Das ist Ruf. Lassen Sie mich gehen, oder das hier stirbt. Ich sehe einen Angara, aber ich höre nur einen Cat. Still. Sie wissen nichts. Ihr Volk und die Cat, das sind alles Invasoren. Die Roker werden sie alle töten. Sie können ihn nicht gehen lassen. Ich glaube, er hat eine Probe des Virus. Erschießen Sie ihn. Sie haben eine Wahl, Mensch. Sie können diese Frau retten oder versuchen, mich aufzuhalten. Sam, scanne ihn. Hat er eine Probe des Virus? Positiv. Allerdings ist sie stark verschmutzt und möglicherweise unbrauchbar. Lassen Sie mich gehen. Jetzt! Okay, gehen Sie, sie bleibt hier. Wenn sie stirbt, sterben die auch. Das Problem ist, möglicherweise ist mir nicht genug. Und dann muss ich wirklich um das Leben aller Menschen oder aller Asari, aller Kroganer, aller Lebewesen zu schützen, muss ich ja einfach sagen, diese Frau, die wir vielleicht retten können, ja, retten wir nicht. Sie und die Probe gehen nirgendwo hin. Also gut! Ich weiß nicht, ob es möglich gewesen wäre, die Frau zu retten, aber in jedem Fall wäre es nicht richtig gewesen. Ich meine, sie hat ihren Tod akzeptiert, sie wollte das selbst. Wir hätten sie vielleicht ein bisschen heilen können, aber verdammt, es wäre eine Pandemie geworden. Verdammt! Wir können nicht riskieren, dass irgendjemand der Leiche eine Probe des Virus entnimmt. Stase-Kapsel, wir bringen sie zurück zur Nexus. Okay. Und Harry kann dann veranlassen, was nötig ist. So machen wir das. Die perfekte Waffe gehört nun uns. Eine Waffe, mit der wir alle Eindringlinge aus der Milchstraße auslöschen können. Sie werden es bitte bereuen, je hierher gekommen zu sein. Axul wird stolz auf uns alle sein. Ich hoffe doch nicht. Und die Roker wollen hier mit TH314 die Spezies der Milchstraße töten. Kein schöner Gedanke. Wir müssen sie finden. Schnell! Haben wir doch schon. Stehen direkt vor hier. So, schickt euch nicht an, wir gehen mal raus. Das mit der Stase-Kapsel wird wahrscheinlich so nebenbei gemacht. Hoffe ich. Was blinkt denn immer noch? Irgendwas ist hier noch. Habe ich unten was vergessen zu scannen? Wow, ich wollte eigentlich hier rein. So, dann gehe ich nochmal schnell hier rein, guck, ob ich noch was scannen kann. Und ja, das hier war's. Okay. Und hier hinten, was ist das? Stase-Kapsel, okay. Das ist die Stase-Kapsel, wo die Dame rein wollte oder soll. Kann sein. Mit der können wir auf jeden Fall was anfangen. Die Ergebnisse sind korrekt, Pathfinder. Die Angara sind wirklich immun gegen TH314. Sag es Harry, wenn wir zurück sind. Vielleicht ermöglicht das ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Ja, können wir natürlich machen. Allerdings, wie gesagt, die Sache ist erstmal beendet. Und ich kriege hier gerade gewinkt, dass ich mal zu meiner Freundin gehen soll. Denn, oder meine Frau besser gesagt. Denn sie will irgendwas von mir. Und das bedeutet, ja, wir beenden hier die Folge und wahrscheinlich auch gleich mal die Aufnahme. Leute, es freut mich tierisch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben die Seuche abwenden können. Und jetzt, ja, wende ich erstmal ja, das Spiel weiter ab. Denn ich muss jetzt erstmal Pause machen. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.